Im August 2005 wütete der zweitstärkste Hurrikan in der Geschichte der Vereinigten Staaten an der Golfküste. Mit einer Geschwindigkeit von 140 Meilen pro Stunde verwüstete er strandnahe Städte in den Bundesstaaten Mississippi und Louisiana, darunter auch New Orleans. Tausende von Bewohnern suchten Zuflucht in den Kellern ihrer Häuser und hofften, die Schutzdämme der Stadt würden halten. Unter ihnen waren eine junge Mutter und ihr Kind. Doch sie hofften vergebens. Die Fluten brachen über der Stadt herein und setzten 80% von New Orleans unter Wasser. 1464 Menschen starben, als ihre Häuser von Flut und Sturm zerrissen wurden. Auch die Mutter und ihr Kind. Eingelassen. Schuldig. Du hast sie allein gelassen. Sarah! Ist alles in Ordnung? Schon gut, Conny. Ich war nur kurz in Gedanken. Was gibt es? Schlechte Nachrichten, fürchte ich. Glenn Snyder und Alyssa sind uns entkommen. Was? Manche sagen, die Welt ende in Feuer. Manche sagen, in Eis. Sir? Diese Landschaft dort draußen, sie hat schon einen Hauch von Apokalypse, nicht wahr? Nichts als Eis und Schnee und monatelange Dunkelheit. Bei allem nötigen Respekt, Sir, aber die Apokalypse wird warten müssen. Immerhin sind wir hier, um die Welt zu retten. Und das werden wir. Landeerlaubnis erteilt, XX303. Willkommen im 9. Kreis der Hölle. Sind Sie bereit, Davis? Polygraph ist eingerichtet. Aufnahme läuft. Also gut. Ich gebe Ihnen die Chance, uns zu sagen, was Sie wissen. Andernfalls werde ich sehr ungemütlich. Und ich kann Ihnen versichern, das ist eine Erfahrung, auf die Sie gern verzichten möchten. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber Sie irren sich, Deputy Director. Ich bin nicht Ihr Feind. Und was sind Sie dann? Ein Freund, wie ich schon sagte. Wie heißen Sie? Wirklich? John Smith. Warum haben Sie sich unter unsere Agenten gemischt, Mr. Smith? Ich wollte die Lage vor Ort beobachten. Das schien mir der beste Weg. Beobachten? So wie damals in Port Hardy? Nein. Sie leugnen also immer noch dort gewesen zu sein, trotz Special Agent O'Connors Aussage?
Wie ich Special Agent O'Connor bereits erklärte, das war nicht ich. Nur jemand, der Ihnen verteufelt ähnlich sah. So ist es. Ein Zwilling. Sowas in der Art. Sie strapazieren meine Geduld, Freundchen. Wer oder was sind Sie? Mein Name ist John Smith. Zumindest in dieser Ebene. Und was ich bin? Nun, zunächst einmal bin ich keiner von Ihnen. Kein Amerikaner. Kein Mensch. Und das sollen wir Ihnen glauben. Sagen Sie, wie geht es Mr. Snyder? Ist er schon wieder wach? Ich stelle hier die Fragen und Ihre Antworten lassen sehr zu wünschen übrig. Ich muss mit ihm sprechen. Er ist sehr wichtig. Ich glaube, das wissen Sie ebenso gut wie ich. Wichtig wofür? Den Fortbestand Ihrer Welt, wie Sie sie kennen. Was Sie nicht sagen. Nein. Die Auswertung des Polygraphen ist eindeutig. Er lügt wie gedruckt. Nein, Man. Er sagt die Wahrheit. Als ich noch ein Kind war, habe ich immer wieder denselben Traum gehabt. Ein brennender Mann in der Dunkelheit. Miss O'Connor? War alles okay, Schwester. Ich bin nur kurz eingenickt. Wie sieht es aus? Kann ich endlich zu ihm? Ja, aber ich fürchte, er schläft noch. Und seine Tochter? Sie ist nicht von seiner Seite gewichen. Kate. Alyssa, wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Bis vor kurzem hatte ich noch so was Ähnliches wie ein Leben, einen Job, Normalität. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in einem von seinen verdammten Büchern gefangen. Damit bist du nicht allein. Ist er okay? Ja. Die Ärzte meinten, er war körperlich total erschöpft. Es war wohl seine Gabe. Er hat versucht, die Anomalie lange genug offen zu halten, damit wir entkommen konnten. Das hat ihn völlig ausgemacht. Und du? Mir fehlt nichts. Aber die dämlichen Ärzte wollten mir nicht glauben. Sie haben mich wieder und wieder in die Röhre geschickt, von allen Seiten gescannt. Ich glaube, ich leuchte jetzt im Dunkeln. Du sagtest, damit wir entkommen konnten. Wovor seid ihr geflohen? Was ist mit dir in New York passiert? Wohin hat man dich gebracht und die anderen Menschen? Ich weiß es nicht genau. Eben noch saß ich mit Conny im Starbucks. Dann war da diese Stimme in meinem Kopf, die mich rief. Und plötzlich war alles andere egal. Da war dieses grelle, grüne Licht. Ich mache die Augen wieder auf. Und ich bin immer noch in New York. Am Times Square, genau wie vorher. Nur der Himmel war weiß wie Schnee. Keine Sonne, keine Wolken. Nur ewiges Weiß. Und die anderen? Ich meine, die ganzen Passanten. Sie standen einfach nur da mit leeren Blicken. Nur Conny, sie wirkte völlig normal. Sie hat meine Hand genommen und gemeint, da ist jemand, den ich kennenlernen muss und... Ganz ruhig. Sie hat mich zu diesem Mann gebracht. Eigentlich ganz attraktiv. Groß, mit schwarzem, mittellangem Haar. Er kannte mich. Und er hat mir von meinem Vater erzählt, dass er mich nicht aufgegeben hat, dass er mich liebt und dass er bald kommen würde. Ich habe für ihn eine Videobotschaft aufgenommen. Und tatsächlich, kurz darauf war er wieder bei mir. Gott, es war so seltsam, ihn nach all der Zeit wiederzusehen. Als wäre er ein Fremder, aber er hat geweint. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal habe weinen sehen. Bei Moms und Joeys Beerdigung vielleicht. Er tat mir so leid. Ich habe ihn in den Arm genommen. Und er hat mich gehalten und plötzlich war er wieder mein Dad. Alyssa, dieser Mann, der dich empfangen hat, wie war sein Name? Harris! 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 Dad! Ja, endlich! Hey, wie geht es dir? Ellie,
Kate? Gott, dann war es kein Traum. Wo bin ich? Im MedStar Washington. Du hast es geschafft. Du hast uns zurückgebracht. Sie haben dich nach der Sache in Sweetwater direkt hierher geflogen. Erinnerst du dich? Ja. Ich erinnere mich. Nur, da war eine Anomalie. Der brennende Mann. Special Agent Fowler. Ist er... Hat er? Er hat's nicht geschafft. Das tut mir leid. Er war ein guter Mann. Das war er. Mir geht's übrigens auch gut. Danke der Nachfrage. Gott sei Dank. Das ist das Wichtigste. Was ist mit dir? Wie fühlst du dich? Wie von einem Tieflader überfahren. Meine alten Knochen machen das nicht mehr lange mit. Aber es geht schon. Kate, ich muss mit Petrie sprechen. Sie muss wissen, was Harris vorhat. Sarah, wo bist du? Sarah! Ich bin hier, mein Liebling. Ich bin immer bei dir, das weißt du doch. Gott, für einen Moment. Ich dachte, ich hätte nur geträumt und du wärst... Alles ist gut, mein Liebling. Alles ist gut. Ich bin hier und ich brauche dich. Wir alle brauchen dich. Bitte vergiss das nie. Nein. Nein, bestimmt nicht. Das ist gut. Denn du musst wieder eine Reise machen und noch mehr Menschen retten. Wir machen auch ohne Glenn Snyder weiter. Aber er ist wichtig für die Sache. Ich muss noch einmal mit ihm reden. Nur London ist jetzt wichtig, mein Liebling. Verdammt, warum hat er mir nicht zugehört? Mit seiner Hilfe könnten wir so viel weiter sein. Wir können vielleicht die Welt nicht mehr retten, aber die Menschen. Gemeinsam können wir... Denk jetzt nicht an ihn. Vielleicht wird er die Wahrheit noch früh genug erkennen. Aber nun bereite alles vor, mein Liebling. Natürlich. Ich liebe dich. Ja. Ich weiß. Unser Thermometer zeigt sommerliche minus 25 Grad. Carl Carson, das ist Dr. Hubert Hume, der Leiter dieser Forschungsstation und Mitarbeiter des Projekts Guter Hirte. Sehr erfreut, Colonel. Willkommen in der Antarktis. Dr. Hume, bei allem Respekt. Wir sind nicht fast 10.000 Meilen für Smalltalk geflogen. Natürlich, Colonel. Hier entlang bitte, Gentlemen. Drinnen ist es wärmer. Versprochen. Wenn auch nicht sehr. Meine Männer werden es zu schätzen wissen. Lieutenant Thomas, lassen Sie sammeln und dann die Basis beziehen. Zu Befehl, Sir. Ah, ich sehe, haben Sie ein halbes Bataillon dabei. Zu Ihrer Sicherheit, Doktor. Wie Sie sehen, Senator, ist Dom Concordia seit Ihrem letzten Besuch um einiges gewachsen. Es war auch schwer genug, das Konsortium davon zu überzeugen,
das Geld zum Ausbau dieser Forschungsanlage bereitzustellen. Wir wissen Ihre Mühen auf jeden Fall sehr zu schätzen. Sie müssen wissen, Colonel, ursprünglich wurden hier die Eiskernbohrungen vorgenommen, bei denen die ersten intakten Artefakte geborgen wurden. Das ursprüngliche Forschungsteam war rein europäisch, aber mittlerweile sind wir hier ziemlich international. Die ganze Basis quillt über von Experten in Teilchenphysik, Quantenmechanik und M-Theorie aus aller Herren Länder. Kommen Sie, der Fahrstuhl bringt uns runter zur Hauptattraktion. Das ist also der Beschleuniger. In der Tat, Colonel. Unser Synchrotron. Innerhalb dieser ringförmigen Kammern werden Elementarteilchen annähernd auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Um anschließend miteinander zu kollidieren, wobei wiederum neue Elementarteilchen entstehen. Zumindest in der herkömmlichen Versuchsanordnung. Mein Kompliment! Wie Sie sehen, hat der Colonel sich die Zeit genommen, Ihren Bericht genauestens zu studieren. Sie und Ihr Team haben versucht, die Gegebenheiten des Teilchenbeschleunigers aus Castle Dale zu rekonstruieren, kurz bevor dieser unbeabsichtigt die erste Anomalie öffnete. Wenn dieses Experiment hier Erfolg hat, erhoffen Sie sich, die Anomalien besser zu verstehen und vielleicht sogar eines Tages kontrollieren zu können. So ist es. Dies war schließlich das ursprüngliche Ziel von Guter Hirte. Doch was Ihr Bericht nicht erwähnt, sind die möglichen Folgen bei einem Fehlschlag des Experiments. Und das ist richtig. Immerhin sind die Folgen unmöglich zu kalkulieren. Diese Anomalien sind, salopp gesagt, unberechenbare Biester. Das Wenige, das wir über sie wissen, stammt aus der Handvoll Daten, die Ihre Leute aus den Speichern dieses russischen Supercomputers extrahieren konnten. Sie und Ihr Team genießen mein vollstes Vertrauen, Doktor. Wir beginnen mit dem Experiment, sobald wir vollzählig sind. Ich dachte, das wären wir bereits. Nein, noch nicht. Ich habe mir in letzter Minute erlaubt, einen, sagen wir, Experten auf dem Gebiet hinzuzuziehen. Das letzte fehlende Element des Experiments, die menschliche Komponente, wenn Sie so wollen. Er müsste in weniger als einer Stunde hier eintreffen. Mr. Snyder ist wieder wach und er möchte Sie sprechen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Bringen Sie ihn unverzüglich her. Und Kate, behalten Sie ihn genauestens im Auge. Wenn er sich verdächtig weiß behält, ich, was zu tun ist. Natürlich, Ma'am. Und keine Sentimentalitäten. Er könnte gefährlich sein. Sie erwartet uns. Brauchst du Hilfe beim Aufstehen? Nein, es geht schon. Hey, und was ist mit mir? Meinst du, nachdem ich dich wiedergefunden habe, lasse ich dich jetzt einfach hier? Es wäre nicht das erste Mal. Dann komm, der Wagen steht draußen. Sie war die ganze Nacht wach aus Sorge um dich. Und nicht nur sie. Kate, hör zu. Dass ich einfach so abgehauen bin, es... Tut dir leid. Ja, das sagtest du schon. Wenn ich es nicht getan hätte. Ellie, ich hätte sie vielleicht niemals wiedergesehen. Ich weiß. Mein Gott. Sie sieht ihrer Mutter so ähnlich. Ich hatte es fast vergessen. Glenn, da ist eine Sache, die du wissen solltest. Der Geisteskranke, der damals bei euch in Chicago aufgetaucht ist. Gehört er zu dieser Sekte, genau wie die Liebermans und ihre verdammte Tochter. Ja, ich weiß davon. Harris hat es mir gesagt. Das ist nicht alles.
Diese Anomalie. Das Monster, das deine Frau und... Ich habe sie heraufbeschworen. Auch das hat er mir gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Lily. Joey. Weiß Alissa davon? Ja, ja. Sie weiß es. Aber sie hat nichts dazu gesagt. Nicht ein einziges Wort. Sicher musste sie das erstmal verdauen. Oder sie wird mir niemals verzeihen. Zurück, Mr. Snyder. Nach Ihrem plötzlichen Aufbrechen war ich nicht sicher, ob wir uns wiedersehen. Das ging mir nicht anders. Special Agent O'Connor? Hey! Kate, was soll das? Nur eine Vorsichtsmaßnahme, Glenn. Es tut mir leid, Mr. Snyder. Aber nach dem letzten Mal werden Sie verstehen, dass wir sehr vorsichtig geworden sind. Atri, Sie kennen... Vielleicht nicht so gut, wie ich dachte. Wir wissen nicht, was mit Ihnen oder Ihrer Tochter während Ihrer Abwesenheit geschehen ist. Ob man Sie umgepolt hat oder Ähnliches. Vielleicht ohne Ihr Wissen. Mann, Lady, Sie haben zu viele von seinen Schwarten gelesen. Verdammt, Petri. Glenn. Wir haben keine Zeit für diesen Blödsinn. Genau deswegen möchte ich Ihnen nahelegen, zu kooperieren. Genau deswegen bin ich hier. Dann haben Sie nichts von uns zu befürchten. Aber denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Gut. Dann hätten wir das ja geklärt. Kommen Sie, er wartet schon auf Sie. Smith, richtig? Kate hat mir von seinem Auftauchen erzählt. Smith? Ist das der Typ aus Port Hardy? Moment mal, ich dachte, der wäre tot. Es scheint, als habe er uns genauso viel zu erzählen wie Sie, Glenn. Also, bitte nach ihm. Meine Leute werden sich um Ihre Tochter kümmern. Mensch, scheiß werden Sie. Ich komme mit. Ich hänge in dieser Sache genauso drin wie alle anderen hier. Sie haben sie gehört, Petrie. Miss Snyder, wie ich sehe, haben Sie den Dickschädel Ihres Vaters geerbt. Also schön, hier entlang. Und wohin? In die Gefängniszelle oder sowas? Wenn Sie darauf bestehen, ließe sich das arrangieren. Aber ich dachte mir, ein beheizter Konferenzraum wäre der Konversation förderlicher. Es war alles so surreal, wie in einem Traum. Harris führte mich in diese alte Kneipe, während draußen der Donner grollte. Dabei war der Himmel die ganze Zeit weiß. Immer nur weiß. Dann hat es angefangen zu regnen, ganz feine Regen. Die Stadt, in die er uns geführt hatte, sie sah aus wie... New York, eine perfekte Kopie, bis hin zum Graffiti. Aber die Atmosphäre war eine andere, wie in einer Puppenstadt. Und ich, leblos. Wir setzten uns an einen Tisch. Ich weiß immer noch nicht, warum Sie mich brauchen. Ich dachte, es wäre dir inzwischen klar geworden. Und dann hat er angefangen zu schwadronieren, dass die Menschen die Wahrheit nie erfahren dürften und... vor dem ganzen Wahnsinn gerettet werden müssten. Dass die Sache in New York nur ein Testlauf dafür gewesen sei. Zusammen ergänzen wir uns. Ich wollte davon nichts hören. Sie wollen die Welt nicht retten. Ich wollte nur mein Leben zurück mit Ellie fortgehen und neu anfangen. Aber Harris, er ließ nicht locker. Wir müssen das Leiden aufhalten und das geht nur auf eine Weise. Meinte, wir wären alle verloren. Wenn ich ihm nicht helfe... Du hast Kräfte, von denen du bisher kaum Gebrauch gemacht hast. Mit meinen Fähigkeiten. Meiner Gabe. Helfen wobei? Was ist diese Gefahr, von der er gesprochen hat? Ich wusste, er sagt die Wahrheit, aber...
Ich wollte es nicht glauben, verstehen Sie? Diese Narbe. Bisher war sie nichts als ein Fluch für mich. Glenn, wovon hat Harris gesprochen? Als wir in der unterirdischen Basis waren, zusammen mit dem Seelenfresser, da hatte ich eine Vision. Was haben Sie gesehen? Das Ende. Armageddon. Den Weltuntergang. Ich verstehe. Mein Gott. Sprechen Sie weiter. Ich weiß nicht, wie es passiert. Oder wann. Aber der Besucher hat mir gesagt, dass ich und alle anderen, die die Gabe besitzen, er hat gesagt, dass wir die Einzigen sind, die die Menschheit retten können. Und Harris? Er besitzt die Gabe ebenfalls. Er kann auch in die Zukunft sehen, jedoch klarer als ich. Dafür fehlt ihm eine andere Fähigkeit, die nur ich habe. Das Öffnen von Anomalien. Ja, dafür braucht er mich. Er hat Maschinen unter seiner Kontrolle. Ich weiß nicht, woher sie stammen oder wer sie gebaut hat. Mit ihnen kann er Löcher in die Raumzeit reißen, aber sie sind instabil, unberechenbar. Und sie lassen sich nicht überall öffnen. Er hat es mir erklärt, aber ich habe weniger als die Hälfte verstanden. Es ging um Energiekreuzungen, Leylinien. Wegen dieser Dinger konnte er zwar eine Anomalie in New York öffnen. Jedoch keine hier in Washington, um sie auf die andere Seite zu holen. Ganz genau. Hinzu kommt, Harris-Maschinen brauchen unglaublich viel Energie. Und du solltest ihm helfen, was zu tun? Er ist besessen von der Idee, dass die einzige Rettung für die Menschheit eine totale Evakuierung der Welt wäre. Und ich soll ihm dabei helfen, eine Art Mega-Anomalie zu öffnen. Und er macht das aus reiner Herzensgüte? Ich weiß es nicht. Seine Anhänger nennen ihn einen Propheten. Und der Dreckskerl scheint daran zu glauben. Ist von seiner eigenen Heiligkeit überzeugt, bis in die Haarspitzen. Aber manchmal ist der Geist des Abwesend lauscht ins Leere. Und ich glaube, irgendjemand oder irgendetwas spricht mit ihm. Das ist gut möglich. Und wenn die Menschen auf der anderen Seite sind, was passiert dann mit ihnen? Die Leute aus New York, aus unserem New York, hast du sie gesehen? Nein, nicht aus der Nähe. Nur Harris Leibwächtertrupp. Seine sogenannten Akolyten. Aber ich habe sie gesehen. Wie sahen sie aus? Ich bin nicht sicher. Connie und Harris haben dafür gesorgt, dass ich nicht viel Kontakt zu ihnen hatte. Aber sie wirkten wie Zombies. Leere Blicke, Bewegungen wie von Schlafwandlern. Das war echt unheimlich. Sie werden kontrolliert. Von wem? Sie haben es die ganze Zeit gewusst, oder? Und Sie haben nichts unternommen. Bitte, Mr. Snyder, beruhigen Sie sich. Warum haben Sie uns nichts davon gesagt, verdammt? Zum einen, weil ich Sie zum ersten Mal in meinem Leben treffe. Was? Zum anderen, weil wir nicht im Besitz aller Fakten waren. Wir? Sie sind an der Reihe, Mr. Smith. Erzählen Sie. Sehr gut, Lieutenant. Was gibt es noch? Sir, ich verstehe nicht ganz, warum wir hier sind. Wir sind hier am Arsch der Welt. Glauben Sie allen Ernstes, irgendjemand könnte hier auftauchen, um Randale zu machen? Was ich glaube, ist für Sie nicht von Belang, Lieutenant. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wie immer. Natürlich, Sir. Sir? Was gibt es, Jeffries? Sir, die Maschine landet gerade. Sehr gut, Lieutenant. Bereiten Sie unserem Gast einen warmen Empfang. Zu Befehl, Sir. Senator? Was gibt es, Colonel? Patient Null ist eingetroffen.
Ah, willkommen, mein Freund. Haben Sie den Flug gut überstanden? Wie schön, dass Sie mich nach all der Zeit noch wiedererkennen. Ist das der Experte, von dem Sie sprachen, Senator? Wer ist dieser Mann? Das wissen wir nicht genau. Das heißt, niemand kennt seinen Namen. Er selbst eingeschlossen. Steht er unter Sedation? Und wozu die Zwangsjacke? Zu seinem Schutz und dem seiner Umgebung. Unser Freund ist nicht sonderlich gut, auf mich zu sprechen, fürchte ich. Okay, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Soll das heißen, er ist geisteskrank? Und wie soll uns das bei dem Experiment helfen? Er wird es in die richtigen Bahnen lenken. Sehen Sie, Doktor, unser Gast ist mit einer ganz besonderen Gabe gesegnet. Ja, es ist vorbei. Alles ist vorbei. Oh. Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Erinnern Sie sich an mein Angebot? Helfen Sie uns bei unserem Vorhaben und ich sorge dafür, dass Sie wieder ein normales Leben führen können. Was sagen Sie dazu? Sie sind tot, Kate! Wir alle sind tot! Es ist vorbei! Vorbei! Er hat das Bewusstsein verloren, Sir. Anscheinend hat ihn der Flug zu sehr beansprucht. Gut, er soll sich ausruhen. Sobald er wieder wach ist, starten wir das Experiment. Ich fürchte, Mr. Snyder hat recht. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass Ihre Welt, so wie Sie sie kennen, bald Geschichte sein wird. Das lokale Raum-Zeit-Kontinuum ist im Begriff zu zerfallen. Aber warum verdammt nochmal? Es begann im letzten Jahr in Castledale, Utah. Ein Experiment an einem Teilchenbeschleuniger ging schief. Bei der Kollision der Elementarteilchen wurde die Raumzeit gestört. Eine Anomalie wurde geöffnet. Und wie ein loser Faden in einem Teppich, an dem gezogen wird, löste sie das Gewebe von Raum und Zeit auf. Masche für Masche. Warum das geschieht, wissen wir nicht. Nur, dass es geschieht. Sie müssen verstehen, Ihre Welt, Ihr Universum ist nur eines von unzähligen weiteren. Ein Sandkorn an einem unendlichen Strand von Welten. Noch während wir hier sprechen, wurden Abermilliarden von neuen Realitäten geboren. Und genauso viele sind wieder vergangen. Also hatten Wheeler, Graham und die anderen schlauen Köpfe recht. Mehr als sie ahnen konnten. Für gewöhnlich sind die Grenzen zwischen den Realitäten nur äußerst schwer zu überbrücken. Aber durch die Anomalien sind diese Grenzen brüchig geworden. Dinge aus anderen Universen können hindurchgelangen. Dinge, die niemals hierher kommen durften. Wie der Besucher in Port Hardy und der Seelenfresser. Was ist er, dieser Besucher? Und was will er von uns? Diese Sache ist leider etwas kompliziert. Wir sind ganz Ohr. Na gut. Es gibt drei große Parteien, die im Augenblick das Geschick ihrer Welt beeinflussen. Der Besucher ist eine davon. Über seine Motive ist uns nichts bekannt. Ebenso wenig können wir sagen, wer oder was er ist. Wir wissen nur, dass er die Fähigkeit hat, die Gabe in Menschen zu wecken. Wie in Mr. Snyder und Mr. Harris. Und Fowler. Und die anderen beiden Parteien? Einer davon gehöre ich an. Und mein verstorbener Vorgänger. Der Mann, den Sie in Port Hardy getroffen haben. Der andere John Smith. Und welche Rolle spielen Sie? Wir gehören zu einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Grenzüberschreitungen zwischen den Welten zu verhindern. Zum Schutz der betroffenen Universen. Wir operieren verdeckt und das bereits seit Trilliarden von Jahren. Schwachsinn. Nach allem, was Sie gesehen haben, Special Agent O'Connor, können Sie meine Worte da ernsthaft in Frage stellen? Ich...
Sie wollen uns ernsthaft erzählen, Sie sind sowas wie ein Alien? Nein, nicht so wie Sie denken, Miss Snyder. Was sind Sie dann, Sie und Ihresgleichen? Eine Art Polizeitruppe, die für das Wohl des gesamten Omniversums kämpft. Einfach ausgedrückt, ja. Grenzüberschreitungen zwischen den Universen sind eine gefährliche Angelegenheit. Wie der Unfall in Castle Dale können sie die Vernichtung ganzer Welten herbeiführen. Ein verheerender Schmetterlingseffekt. Das interdimensionale Gleichgewicht gerät ins Wanken und weitere Welten fallen. Am Ende könnte das gesamte Omniversum verdampfen. Wie ein Tropfen Wasser in der Wüste. Okay, jetzt weiß ich, dass Sie lügen. Wenn diese Grenzüberschreitungen so gefährlich sind, wieso springen Sie und Ihre Kollegen dann fröhlich von Welt zu Welt? Oder haben Sie eine Sondergenehmigung vom lieben Gott? Nein, meine Kollegen und ich, wir wurden extra für diesen Zweck geschaffen. Wir sind extradimensionale Wesenheiten, zu keinem bestimmten Universum zugehörig. Deswegen können wir die Raumzeit nicht stören. Ich verstehe. Sie glauben dieses ganze Zeug? Zumindest Mr. Smith scheint es zu glauben. Oder er kennt eine Methode, unsere Lügendetektoren zu täuschen. Ich sage die Wahrheit. Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. So wie mein Vorgänger Ihnen, Special Agent O'Connor, und Ihnen, Mr. Snyder, geholfen hat. Na schön. Da sind also der Besucher und ihre Leute. Und wer ist die dritte Partei? Wir nennen sie die Verlorenen. Sie selbst bezeichnen sich als die Bewahrer. Zumindest den Wesen gegenüber, die sie täuschen. Sie können sich die Verlorenen als eine Art interdimensionale Heuschreckenplage vorstellen. Sie entstammen einem vor Äonen vergangenen Universum. Ein Universum, das sie selbst zerstörten. Sie ernährten sich von der Lebensenergie anderer Wesen. Sie dringen durch die Risse zwischen den Welten ein, nur um diese dann abzuernten und alles Leben auszusaugen. Und wie es aussieht, reden wir hier nicht von Wochen oder Monaten. Wenn die Massenevakuierungen angefangen haben, haben wir nur noch Tage. Eher die andere Seite, wenn Sie an sowas glauben wollen. Sie können nicht alle auf einmal durch die Anomalien dringen. Daher schicken Sie immer eine Vorhut. Die Verführer. Sie geben vor, die Bewohner eines sterbenden Universums retten zu wollen und sie in eine neue, bessere Welt zu führen, wo sie weiterleben können. In Wahrheit warten sie nur darauf, die Lebensenergie der Evakuierten zu verschlingen. Was übrig bleibt, ist Futter für ihre Armee aus Seelenfressern. Soll das heißen, das sind die Leute, die hinter Harris stehen? Die ihm so frieren? Es sieht stark danach aus. Sie benutzen eine Form von Massenhypnose, genannt der Ruf, mit deren Hilfe sie andere Wesen ihres Willens berauben und gefügig machen. Die Zombies in New York, Ramsey. Wenn Sie all das wissen, warum haben Sie noch nichts unternommen? Weil wir zu wenige sind. Ihr Universum ist nur eine Front in einem Krieg mit einer Myriade Schlachtfeldern. Und wir verlieren. Mein Vorgänger und ich wurden geschickt, um ihnen beizustehen. Naja, vornehmlich, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das ist alle Hilfe, die wir ihnen bieten können. Wir stehen also mit dieser Sache so gut wie alleine da? So leid es mir tut, ja. Glauben Sie mir, Sie haben mein volles Mitgefühl. Wie hilfreich. Und wie sollen wir etwas wie das hier aufhalten? Was haben wir für eine Chance? Harris. Er ist der Schlüssel, das Instrument der Verlorenen. Wenn wir es schaffen, ihn aufzuhalten, gewinnen wir wertvolle Zeit für einen neuen Plan. Nein, nein, Alyssa und ich sind gerade so mit dem Leben davon gekommen. Verdammt, lass ihn doch erstmal ausreden. Ich garantiere nicht wieder doch den zurück. Ich habe keine Lust mehr, verstehen Sie? Ich will endlich mein Leben wieder haben. Mr. Snyder, von uns allen hier sollten Sie am besten verstehen, dass es kein normales Leben mehr geben kann, wenn Ihre Vision wahr wird. Je mehr Anomalien geöffnet und je mehr Menschen aus einer Welt gerissen werden, desto instabiler wird diese Welt, bis sie mit einem riesigen Rums in sich zusammenstürzt. Spätestens dann wollen sie nicht mehr hier sein, das können Sie mir glauben. Aber das ist wieder sowas von typisch. Herr Quartett, kannst du nicht einmal an jemand anderen denken als an dich? Das tue ich. Ich denke an dich
Und ich lass dich nicht wieder allein, Ellie. Mr. Snyder, Glenn, ich bitte Sie. Herein. Ma'am, verzeihen Sie die Störung. Wir sind gerade in einer Besprechung, Joan. Natürlich, Ma'am. Aber eben ist ein Kurier mit einem Päckchen eingetroffen. Für Special Agent O'Connor. Für mich? Es kam mit der Anmerkung, dass es enorm dringend sei. Wir haben es bereits röntgen lassen. In dem Päckchen befindet sich nur ein einzelner USB-Stick. Hier. Jetzt sag schon, wer ist der Absender? Bellerophon. Colonel Carson! Dr. Yoon? Patient Null. Wer ist er? Diese Informationen sind streng vertraulich, Doktor. Das kann ich nicht akzeptieren. Wenn er, wie auch immer, an dem Experiment teilhaben soll, muss ich mehr über ihn wissen. Sie haben mich gehört. Wie ich bereits sagte, wir kennen seinen wahren Namen nicht. Und ich bezweifle, dass er selbst ihn noch weiß. Und was ist das für eine Gabe, über die er verfügen soll? Ist er Physiker oder? Sagen wir, er besitzt eine außergewöhnliche Verbindung zu den Anomalien. Es ist möglich, dass allein seine Anwesenheit helfen kann, eine solche zu öffnen. Wie soll das bitte geschehen? Durch positive Schwingungen? Kraft seiner Gedanken? So könnte man es ausdrücken. Oh, dieser Blick in seinen Augen, dieser Hass, dieser Schmerz. Was wurde ihm angetan? Er war in den letzten Jahren Patient in einem geheimen Militärkrankenhaus. Ja, und davor? War er bis in die späten 70er Jahre Testobjekt beim Projekt MK Ultra der CIA. Oh. Ich habe davon gehört. Die Menschenversuche, Experimente mit Gedankenkontrolle, Telekinese und... Als sie seine Gabe entdeckten, war er noch fast ein Kind. Heimatlos, völlig verwildert. Und all die Zeit wurde an ihm herumexperimentiert? Sie müssen verstehen, sein Bewusstsein, die Art, wie sein Gehirn funktioniert, ist einzigartig. Er sieht Zeit. Er fühlt Neutrinos. Und nach MK Ultra war er in diesem Militärkrankenhaus? Bis heute? Ja. Das Konsortium hatte es extra als Refugium für MK-Ultra-Veteranen eingerichtet. Aber die Experimente gingen weiter, richtig? Senator! Sie begreifen anscheinend nicht, wie wichtig dieser Mann ist, Doktor. Insbesondere für das, was Sie hier tun. Ja, aber das ist unmenschlich. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. Zum Wohle aller müssen Opfer gebracht werden. Und wenn Millionen gerettet werden können... Wie können Sie nachts nur ruhig schlafen? Carson! Sir? Thomas hier. Patient Null ist wieder wach. Sehr gut. Bringen Sie ihn zum Beschleuniger. Verstanden, Sir. Dr. Hume, es ist soweit. Starten Sie Phase 1. Das Ding ist doch schon an. Legen Sie den Stick ein, Kate. Es ist eine MP3. Ich spiele sie ab. Bellerophon, ich grüße Sie, Miss O'Connor. Diese Stimme? Mein Gott. Wir hatten bereits das Vergnügen, wie Sie sich erinnern werden. Ich habe Ihnen damals eine Warnung zukommen lassen. Und auch diesmal bringe ich keine frohe Botschaft, wenn... Das ist unmöglich. Bellerophon wurde vernichtet. Wer oder was ist Bellerophon? Ein intelligenter Computer, eine künstliche Intelligenz. Ein Computer? Der Heimatschutz hatte ihn als Bedrohung eingestuft und ihn zerstört. Ist das der Typ, der dich in New York angerufen hat? Ich glaube ja. Er hat mich auch kontaktiert. Ohne ihn hätten Fowler und ich euch nicht in der Anomalie gefunden. Aber wie gesagt, Bellerophon ist tot. Agenten der FEMA haben ihn auf dem Gewissen. Wissen Sie mehr über dieses Ding, Smith? Bedauerlicherweise nein. Weiter. Wenn Sie diese Nachricht erreicht, wurde meine Hardware irreparabel beschädigt oder zerstört. Ich weiß nicht, ob Teile meines Programms anderweitig überlebt haben, doch vor meiner Zerstörung konnte ich eine letzte Analyse vervollständigen. Sie hat eine unmittelbare Bedrohung am Horizont aufgezeichnet. Eine Bedrohung, die Sie abwehren müssen. Laut meinen Daten wurde in der antarktischen Forschungsstation Tom Concordia auf Anraten von Senator Julius Kane ein Teilchenbeschleuniger errichtet. Diese Anlage soll das vielgeschlagene Experiment aus Carsondale replizieren, welches unbeabsichtigt eine Anomalie geöffnet hat. Dieses Experiment muss unter allen Umständen verhindert werden.
Sollte es Erfolg haben, wird es laut meinen Hochrechnungen eine weitere immense Anomalie öffnen. Eine Anomalie, die Schockwellen rückwärts durch die Raumzeit schickt. Und für alle anderen Anomalien verantwortlich sein wird. Oh, Scheiße. Die das würde ich mal gerade sagen. Die letztendlich die gesamte Raumzeit aber zerstören wird. Warum ich? Ich wende mich an Sie, weil Sie die Anomalie mit eigenen Augen gesehen haben und wissen, welche Gefahr von Ihnen ausgeht. Darüber hinaus haben meine Berechnungen ergeben, dass Sie, Miss O'Connor, im Nexus der kommenden Ereignisse stehen. Dies ist möglicherweise meine letzte Botschaft. Bellerophon, Ende. Interessant. Verdammt. Sie wissen von diesem Ding in der Arktis. Antarktis? Ja, ich weiß davon. Und ich weiß auch, dass Kane zurzeit dort ist. Wann holen Sie ihn ans Telefon? Um ihm was zu sagen. Haben Sie vergessen, von wem diese Warnung kam? Weder Kane noch sonst einer meiner Vorgesetzten wird Sie ernst nehmen, wenn der Name Bellerophon fällt. Dann sagen Sie ihnen, dass ich eine Vision hatte. Die der Feind Ihnen angepflanzt haben könnte. Bis darüber entschieden würde, können Wochen vergehen. Uns läuft die Zeit davon. Glauben Sie, das wüsste ich nicht? Dann bleibt die Frage, was werden Sie unternehmen? Wer ist dieser Kane-Typ überhaupt? Ein einflussreicher Senator und Mitglied des sogenannten Konsortiums für eine sichere Zukunft. Einem internationalen Think Tank, dessen Mitglieder sich mit den Anomalien und anderen Phänomenen dieser Art beschäftigen. Dank ihm hat die FEMA enorm an Macht gewonnen. Aha. Und können Sie nicht einfach zu ihm fliegen und mit ihm reden? Falls er mit sich reden lässt. Selbst wenn. Das Experiment in der Antarktis ist nicht das einzige Problem. Ich weiß, Harris. Er muss aufgehalten werden. Verdammt. Also gut. Glenn? Ich mach's. Ich geh zurück auf die andere Seite. Genau wie ich. Also, worauf warten wir noch? Es gibt kein Wir. Du bleibst hier, in Sicherheit. Träum weiter, Dad. Du hast mich gehört, Ellie. Und damit basta. Komm mir nicht mit basta. Miss Snyder. Ihr Vater hat recht. Blödsinn. Vertrauen Sie einem altgedienten Dimensionsreisenden. Aber keine Sorge, ich passe auf ihn auf. Schwören Sie es? Hoch und heilig. Allerdings würde es mir sehr helfen, wenn Deputy Director Petrie Ihre Leute anweisen könnte, mir mein Equipment wieder auszuhändigen. Ich kümmere mich darum. Moment mal. Wenn du jetzt eins von diesen Dingern öffnest, bringt uns das nicht der Vernichtung einen Schritt näher? Das muss ich riskieren. Der Schaden durch Mr. Snyders Portale ist nur ein Nadelstich im Vergleich zu dem Bombenschlag, den Kanes Experiment auslösen kann. Davon abgesehen hat er recht. Wir müssen es riskieren. Na schön, okay. Ich komme mit auf die andere Seite. Kate. Negativ. Ich brauche Sie hier, Kate. Es gibt einen Grund, warum Bellerophon Ihnen die Botschaft zukommen ließ. Sie werden mich begleiten zum Dom Concordia. Natürlich, Ma'am. Ich versuche, so viele vertrauenswürdige Agenten wie möglich zusammenzutrommeln und einen Flieger zu organisieren. Wir brechen so bald wie möglich auf. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Bereit. Alle Systeme auf Grün. Sehr gut. Senator Kane, ist Ihr Freund soweit? Helfen Sie uns und ich verspreche Ihnen, dass dieser Albtraum bald vorbei sein wird. Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Das hoffe ich für Sie.
Jeffries, sorgen Sie dafür, dass er genau dort bleibt und weder sich noch andere verletzen kann. Keine Sorge, Sir. Ich habe ihn fest im Griff. Sie haben es gehört, Dr. Hume. Fahren Sie fort. Also gut, Ladies and Gentlemen, Showtime. Marco, feuern Sie die Elektronenkanone. 20 Megavolt. Elektronenkanone abgefeuert. Teilchenstrahl hat LINAC durchlaufen. Eintritt in Synchrotronbahn. Sehr gut. Ich spüre es. Heute schreiben wir Geschichte. Teilchenstrahl hat gewünschte kinetische Energie erreicht. Teilchenstrahl umleitet in Kammer 2. Jetzt. Was war das? Doktor, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es gab einen plötzlichen Energieanstieg und dann... Dr. Hume, die Fokussierungsmagnete in Kammer 2 sind ausgefallen. Kammer 1 ist ebenfalls betroffen. Ein halbes Dutzend Ablenkmagnete hat sich verabschiedet. Und die Elektronenkanone ist durchgeschmort. Verdammt! Wie konnte das passieren, Doktor? Ich habe keine Ahnung. Was haben Sie getan? Wir hatten eine Vereinbarung. Es ist geschehen! Ein Tor wurde geöffnet, aber nicht durch meine Angst. Großer Gott, eine Anomalie. Eine Anomalie hat sich geöffnet. Was? Aber wo? Ich führe euch aus eurer sterbenden Welt in eine neue. Kommt und folgt meinem Ruf. Ihr Flugzeug steht in einer halben Stunde bereit, Ma'am. Danke, Joan. So fühlt es sich also an. Die Welt zu retten? Meinen Job zu riskieren. Kate, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß, Ma'am. Also dann. Sieht aus, als müssten wir wieder Lebewohl sagen. Auf Wiedersehen. Gefällt mir besser. Passen Sie gut auf diesen alten Querkopf auf, Smith. Oder Sie kriegen es mit mir zu tun. Das möchte ich keinesfalls riskieren, Miss O'Connor. Kate. Scheiß drauf, ich komme mit. Das wirst du nicht, Ally. Es wird gefährlich dort drüben, das weißt du. Harris hat die Gabe. Wahrscheinlich weiß er längst, dass wir kommen. Deswegen brauchst du umso mehr meine Hilfe. Ally, ich darf kein Risiko eingehen. Ich kann dich nicht schon wieder verlieren. Und was soll ich machen, während du weg bist? Däumchen drehen? Ich lasse sie in ein sicheres Hotel bringen, Miss Snyder. Sie bekommen 24-Stunden-Schutz. Ihr Wort darauf, Petrie. Mein Wort darauf. Ich brauche keinen verdammten Babysitter. Ich komme wieder, Ellie. Versprochen. Das will ich dir auch raten. Verdammter Dickschädel. Genau wie deine Mutter. Mr. Snyder.
Ich weiß. Und jetzt? Was müsst ihr tun, um auf die andere Seite zu reisen? Trete zurück. Und jetzt keinen Mucks. Ich muss mich konzentrieren. Ein Glas Wasser, Ma'am? Ich brauche einen doppelten Whisky. Ist eine Sache, über diese Dinger zu lesen, eine andere. Unwichtig. Wir haben einen Job zu erledigen. Ma'am, Protokoll Alpha ist wieder in Kraft getreten. London. Es gab eine Anomalie in London. Zumindest scheinen sie auf Anhieb die richtige Welt gefunden zu haben. Der Himmel ist perfekt weiß. Und diese Seitenstraße hier sieht nach einer westlichen Großstadt aus. Ich habe mich einfach so fest, ich konnte auf den Miss Gal Harris konzentriert. Was wollte sie mir sagen? Smith, was wollte sie mir sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass sie es erfahren werden. Und jetzt kommen sie. Wird Zeit, dass wir die Lage sondieren. Haben Sie eine Ahnung, in welchem Teil dieser New York-Kopie wir uns befinden? Nein, das ist nicht New York. Diese Gebäude da hinten sehen viktorianisch aus. Und da drüben, dieser Glasturm, das ist der Swiss Re Tower. London. Wir sind in London. Im East End, wenn ich nicht irre. Whitechapel. Sind Sie sicher? Vertrauen Sie mir. Ich habe mal über diese Gegend recherchiert, als ich meinen modernen Ripper-Roman geplant hatte. Im Namen der 24. Am Ende wurde die Handlung nach Frisco verlegt, weil mein Idiot von einem Agenten dachte, das wäre kommerzieller. Whitechapel, ja, das passt irgendwie. Ich fürchte, das macht die Sache komplizierter. Kommen Sie, aber bleiben Sie hinter mir in Deckung. Das ist London, kein Zweifel. Er hat mit dieser Stadt dasselbe gemacht wie mit New York. All diese Leute... Zurück, bevor man sie sieht. Die sehen überhaupt nichts. Ihre Blicke sind völlig leer. Sie scheinen zu lauschen. Der Ruf! Und sehen Sie das? Diese schwarzen Kristalle an ihren Hinterköpfen. Was ist das? Egal. Überlegen wir uns lieber, wie wir Harris finden. Makrolyten! Die Fremden sind hier! Sucht und ergreift sie! Sieht aus, als würde er vorher uns finden. Da sind sie! Laufen Sie! Komm schon. Pat O'Connor? Dad, ich bin's. Kate? Dad, hör zu. Es tut mir leid, dass ich neulich so plötzlich aufgebrochen bin. Dad, ich liebe dich, hörst du? Kate, was ist? Bitte lass mich ausreden. Ich hätte öfter bei dir sein sollen. Ich hätte dir die Wahrheit sagen sollen. Jetzt kann es sein, dass ich nie die Gelegenheit dazu habe. Und ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich. Immer. Natürlich auch, Spatz, das weißt du doch.
Mein Gott, du hörst dich ja an, als ob die Welt gleich untergeht. Dad, ich... Verdammt. Und, haben Sie ihn erreichen können? Ich, weiß nicht genau, was Sie meinen, Ma'am. Kate, Sie sind nicht die Einzige hier, die das Sporttelefon benutzt hat, um Ihre Angehörigen zu erreichen. Ich verstehe, Ma'am. Die Verbindung ist plötzlich abgebrochen. Konnten Sie ihm sagen, was Sie sagen wollten? Ich denke schon. Wenn Sie die Frage gestatten... Ich habe niemanden angerufen, weil es leider niemanden mehr gibt. Meine Eltern sind schon vor Jahren gestorben. Geschwister habe ich keine. Und einen Ehemann? Partner? Auch das ist lange vorbei. Immer noch keinen Kontakt mit Dome Concordia? Nein, sie wollen anscheinend nicht mit uns reden. Oder sie können es nicht mehr. Ganz ehrlich, Sie haben nicht untertrieben, als Sie meinten, dass dieser Job interessant wird. Doktor, Sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe. Wie sieht es aus? Tut mir leid, Senator. Die Elektronenkanone haben wir wieder hingekriegt. Aber? Aber wir brauchen wenigstens noch 4 Stunden, bis die letzten Fokussierungsmagnete in den Kammern ausgetauscht sind. Also gut. Gehen Sie wieder an die Arbeit, Doktor. Natürlich. Können Sie das nicht fühlen? Raum und Zeit, so dünn wie ein Spinnennetz. Bald soll es reißen. Und sie verschlingen. Und es wird sie ebenso vernichten wie uns. Also tun sie, was sie können, um uns zu helfen. Senator? Was gibt es, Colonel? Ich habe gerade eine Meldung aus Washington erhalten. Sie hatten recht. Es hat sich eine weitere Anomalie geöffnet. Wo? Londons sind menschenleer. Genau wie alle anderen Gebäude sind auch Buckingham Palace und Downing Street verlassen. Das ganze Land, die ganze Welt steht unter Schock. Augenzeugen berichten von einem grünen Licht über der Stadt. Ist hier dasselbe geschehen wie Dad, in New York bitte. City? Komm heil zurück. Entweder das oder seine Vorgesetzten haben ihn darauf aufmerksam gemacht. Sie können uns doch im schlimmsten Fall zurückteleportieren, oder? Glenn, können Sie es tun? Diese Dinger sind nicht wie Glühbirnen, die man einfach an- und ausknipst. Ich weiß nicht, ob ich noch die Kraft habe, so schnell wieder eins zu öffnen. Hey, was tun Sie da? Sie können jetzt nicht anhalten. Smith, ich kann nicht mehr. Sie müssen, wenn wir dem Mob in die Hände fallen. Harris will, dass ich mit ihm zusammen arbeite. Er wird uns nicht töten. Sie haben gesehen, was er mit den Leuten hier gemacht hat. Dieses Mineral in ihrer Haut. Vielleicht hält er schon so ein Ding für Sie bereit. Verdammt, wir müssen weiter. Außerdem habe ich noch etwas, das uns helfen wird. Was? Das Ding kann seine Verbindung zu den Verlorenen unterbrechen. Vielleicht können wir ihn so für unsere Sache gewinnen. Aber nicht, wenn man uns vorher fasst. Ja. Denken Sie an Elissa. Denken Sie an Kate. Und laufen Sie! Verdammt, da vorne. Die schneiden uns den Weg ab. Was sollen wir tun? Hier lang, in das Haus. Los! Warten Sie. Ich muss kurz verschnaufen. Dafür haben wir keine Zeit. Gott, wann bin ich so verdammt alt geworden?
Da, in dem Haus! Weiter, zur Hintertür! Über die Mauer, beeilen Sie sich! Ich weiß nicht. Ich hab mich das. Glenn, nehmen Sie meine Hand! Doch, das ist los! Glenn! Ich hab sie! Ihr könnt nicht entkommen! Jetzt! Springen Sie! Weiter! Schluss! Da kommen noch mehr Akolyten! Natürlich! Hilft uns auf! Von allen Seiten! Kommt mit uns! Der Prophet verlangt nach euch! Leider warten müssen. Glenn, Bester, Sie machen die Augen zu! Ist das wieder eine Ihrer heiligen Handgranaten? So etwas in der Art. Kommt mit uns! Und euch wird kein Leid geschehen! Yes! Glenn, hier lang! Wir können nicht an denen vorbei! Schicken Sie uns zurück! Ich komme nicht durch! Irgendetwas hält uns hier fest! Sehr richtig. Ihr geht nirgendwo hin. Ah! Glenn! Lassen Sie mich los! Hackt ihn! Nehmt ihm seine Waffen an! Keine Bewegung, oder ich schließe dich auf! Tut mir leid, Glenn. Legt sie in Ketten. Zu Befehl. Und dann bringt sie zum Propheten. Ellie, es tut mir so leid. Sarah, meine Akolyten haben sie gefunden. Es sind Snyder und ein unbekannter Mann. Sie wurden entwaffnet und werden zu uns gebracht. Ich weiß, mein Liebling. Ich kann ihn überzeugen, Sarah. Ich weiß es. Und mit Glenns Hilfe... Bitte setze nicht so viele Hoffnungen in diesen Mann. Er ist alt, schwach. Vielleicht ist es besser, ihn aufzugeben, bevor er dich ein weiteres Mal enttäuscht. Es gibt andere Mittel und Wege. Vertrau mir, Sarah. Das tust du doch, oder? Natürlich, mein Liebling. Noch, Doktor. Wir sind so gut wie fertig, Senator. Geben Sie uns noch ein paar Minuten für einen letzten Check. Okay, überprüft jetzt die Ableckungsmagnete. Sie haben gehört, was mit London geschehen ist. Sie müssen uns helfen oder andere Städte wird das gleiche Schicksal ereilen. Vielleicht sogar die ganze Welt. Das kann Ihnen nicht egal sein. Glauben Sie? Ich weiß, dass Sie leben wollen. Helfen Sie uns in dieser Sache. Helfen Sie uns, diese verfluchten Dinger zu verstehen. Und ich sorge dafür, dass Sie Ihren Frieden finden. Das werde ich. Ich werde meinen Frieden finden. Und Sie auch. Gut. Das ist gut. Ich danke Ihnen. Sie müssen verstehen, was mit Ihnen geschehen ist. Die Dinge, die wir tun mussten. Es war notwendig. Das Wohl aller wiegt schwerer als das Wohl eines Einzelnen. Ich war ein Kind, aber jetzt kann ich sehen. Ich hege keinen Groll mehr in meinem Herzen, Kane. Was passieren muss, wird passieren. Ich danke Ihnen. Colonel Carson? Was gibt es, Thomas? Eine Maschine befindet sich im Landeanflug. Was? Ihre Ex-Frau, Sir. Wer ist an Bord? Thank you.
wiederhole, dies ist eine militärische Sperrzone und Sie sind nicht autorisiert. Hören Sie zu, Freundchen. Sie riskieren Ihren Job, wenn Sie mich nicht sofort mit Senator Kane verbinden. Ma'am, die werden uns nicht zuhören. Aaron! Was machst du hier denn? Aaron, bist du das? Euer Flug wurde nicht legitimiert. Aaron, hör mir zu. Das Experiment. Ihr müsst es sofort stoppen. Wenn ihr eine Anomalie öffnet, wird dies eine Kettenreaktion in Gang setzen, die den ganzen verdammten Planeten zum Teufel jagt. Absurd. Bitte, hör mir zu. Ich habe neue Informationen erhalten. Die Sache in London ist nur die Spitze des Eisbergs. Es tut mir leid, wie die Dinge zwischen uns stehen. Aber du musst mir vertrauen. Und woher stammen deine Informationen? Dr. Oppenheimer, Polokovs Kollege. Er hat neue Beweise zugespielt. Oppenheimer ist tot, Dana. Er wurde von den Russen als Landesverräter von einem Ex-KGB-Killer bereits vor Monaten liquidiert. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber es wäre besser, wenn du wieder umdrehst. Aaron, bitte, hör mir zu. Indem ich hier bin, riskiere ich meinen Job, meine Karriere, alles. Meinst du, das würde ich tun, wenn ich mir nicht absolut sicher wäre? Aaron! Also gut, ihr könnt landen. Danke. Wer befindet sich noch an Bord? Nur Special Agent O'Connor und der Pilot. Verstanden. Wir sehen uns gleich. Don't see over. Verdammt, Aaron. Kate, Joan, Sie alle, halten Sie sich bereit. Der Empfang wird nicht besonders herzlich. Soweit keine Überraschung. Senator, es ist soweit. Alle Systeme stehen auf grün. Sehr gut. Verlieren Sie keine weitere Zeit, Doktor. Also gut. Elektronenkanone abfeuern. Künste standen nicht zufällig auf Ihrem Lehrplan, oder? Bedauere. Unsere einzige Chance ist es, Harris zu überzeugen. Hoffen wir, dass wir wenigstens einen Teil von ihm erreichen können. Ansonsten sehe ich nicht viel Hoffnung. Ohne Waffen, ohne Plan B. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Bei ihr. Wenn wir schon alle sterben müssen, dann wenigstens zusammen. Sie haben ihr versprochen, dass Sie sich wiedersehen. Wollen Sie Ihr Versprechen brechen? Nein. Nein. Dann reißen Sie sich zusammen. Ich denke, Sie können mit Worten umgehen. Von Ihren Worten an Harris hängt jetzt alles ab. Ich weiß. Sie scheinen uns zu diesem Gebäude dort hinten zu bringen. Kennen Sie es? Ja. Das ist Westminster, Casino. Zumindest hat unser Prophet Geschmack. Deputy Director Dana Petrie, Sie stehen hiermit unter Arrest. Thomas, nehmen Sie sie in Gewahrsam. Männer, ihr habt den Colonel gehört. Aaron, so vorhersehbar wie immer. Leider hast du etwas übersehen. Und das wäre? Dieses Flugzeug hat noch eine Fracht. Keine Bewegung. Wir sind in der Überzahl. Colonel, Ihre Befehle. Was du hier tust, ist Hochverrat, Dana. Und der Versuch, die Welt zu retten. Die Waffen runter, sofort! Führ mich zu Kane und wir bleiben friedlich. Ihre Befehle, Colonel. Feuer! Mein Prophet, Sie sind hier. Na, sehr gut, Conny. Bringt sie herein. Du hast mir treu gedient. Ich werde das niemals vergessen. Ich lebe nur, um dir zu dienen. Bringt die Gefangenen rein!
Das ist nah genug. Glenn, wie schön, dich wiederzusehen. Und du hast Besuch mitgebracht. Mr. Smith, ich sehe, die Gerüchte um ihr Ableben waren stark übertrieben. Nicht so sehr, wie sie glauben. Bringt ihm Demut bei. Wie du wünschst. Harris, hör auf damit. Glenn, wie gefällt dir unser zweites London? Ist es nicht absolut verblüffend? Eine exakte Kopie, bis auf das kleinste Molekül. Bald werden wir eine komplette neue Erde hier erschaffen haben. Ein Sanktuarium für die Menschheit. Harris, hör mir zu. Zurück, Ungläubiger! Es tut mir leid, Glenn, aber diese Sicherheitsmaßnahmen sind nun mal notwendig. Wir wollen doch unser kleines Gespräch zu Ende führen. Harris, du bist nicht du selbst. Dieser Schmerz, ich kenne ihn nur zu gut. Aber was du da tust, ist Wahnsinn! Nun, die Visionen eines Propheten werden zu Lebzeiten oft verkannt. Du bist kein Prophet, Harris. Du bist nur ein Werkzeug. Natürlich, das Werkzeug unserer Erlöser. Du hattest recht damals in der Unterwasserbasis, als du gesagt hast, dass wir mehr gemeinsam haben. Die Welt wird untergehen, Glenn. Du weißt das genauso wie ich. Diese Bilder. Es ist zu spät, um das Ende noch aufzuhalten. Glenn, hilf mir, die Menschen zu retten. Jetzt begreif doch endlich. Diese Dinger sind nicht unsere Freunde. Ich weiß, du willst nur das Beste. Und ich weiß, dass ich bisher ziemlich egoistisch war. Aber glaube mir, diese Welt hier, diese falschen Städte, das ist nur eine Falle. Ein Prolog zu einem letzten Gemetzel. Hör nicht auf ihn. Er ist verrückt. Glenn, wenn du mir hilfst, können wir alle Menschen hierher bringen, nicht nur einzelne Städte. Uns läuft die Zeit davon. Hilf mir. Harris, ich gebe dir eine letzte Chance. Nein. Du musst endlich einsehen. Ich hatte von Anfang an recht. Die Bewahrer haben mir die Augen geöffnet. Sieh dich um! Sieh dich um! Diese Menschen hier sind nicht als Zombies, Harris! Schatten ihrer selbst! Sollen wir alles so enden? Er wird niemals gehorchen. Und seinen Willen. Es ist bedauerlich, Bruder. Aber du zwingst mich dazu. Conny? Natürlich. Haltet ihn fest! Nein! Verflucht! Loslassen! Was ist das für ein Stein, Harris? Ein Geschenk der Bewahrer. Wir nennen dieses Mineral Orichalcum. Es wird in die Haut implantiert, in der Nähe des Hirnstamms. Es wird unserem Freund helfen, unsere Sache endlich zu begreifen. Neige dein Haupt in Demut, Glenn Snyder. Nein! Und empfange die Wahrheit. Nein! Die letzte nein, Weihe der Bewahrung. Nein, nein. Und jetzt neigt das Haupt. Funktionieren? Können Sie eine Anomalie öffnen? Oh ja, Ihr Wunsch wird sich erfüllen, Kellen. Bald! Danke, Kate. Berna, ruf deine Leute zurück oder es gibt ein Blutbad. Wir werden alle sterben, wenn dieses Experiment nicht gestoppt wird. Thomas, wo bleibt die Verstärkung? Sir, irgendetwas stört den Funk. Ich komme nicht. Thomas! Sie kommen jetzt mit uns, Carson. Umleiten in Kammer 2. Haben Sie es fühlen, Ellen? Es ist...
ganz nahe. Ja, ich kann es fühlen. Zumindest nicht lang. Es tut mir leid, Clay. Es hätte alles nicht so kommen müssen. Du hättest an meiner Seite Statthalter dieser Welt sein können, zusammen mit Alyssa. Er wird niemals gehorchen. Ah! 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 Ein Messer! Für Ellie! Glenn, Achtung! Zurück! Nein! Kein Sorgen, kein Leid, es ist vorbei.